Channel 5. UK riots. Three girls were killed by that kid in Southport. It's an act of violence that shattered the peace of the summer holidays in a seaside town. Three girls were killed. BB King, Elsie Dot Stankham and Elise Aguirre. However, 186,000 Palestinians have been killed, most of them are children. Do you see us burning every synagogue that supports the Israeli regime? Another fire, another night of chaos. Anti-immigration rioters attack a hotel in Rotherham. Do you see us holding innocent people responsible? Crowds clashing with police outside a hotel where immigrants are being housed. Yeah, you don't. We're coming in peace. And imagine our anger. Imagine how we feel every day in Chechnya, in Syria, Iraq, Palestine, Kashmir, Mali, Libya, everywhere. We see our children killed. We don't behave in a manner that you see these hooligans behaving in, because they don't care for their girls. They're here for violence, and they're here because they hate us. A black Christian man born in Wales killed them girls. Axel Rudakabana is 17, British, born in Wales and of Rwandan heritage. But who they're directing their anger at? They're directing it at Muslims only. Why? Because their agenda is anti-Islam, straight up. So, kurze Erklärung, weil das war jetzt natürlich sehr viel Information, vielleicht habt ihr es nicht mitbekommen. Dieses Video beinhaltet die Situation in Großbritannien, die sich in den letzten Wochen abgespielt hat, anderthalb Wochen. In Großbritannien gab es ein Delikt, wo ein junger Mann, 17 Jahre, mehrere Menschen verletzt hat und junge Kindertanzgruppe angegriffen hat. Und drei junge Mädchen sind dabei gestorben, weil er die getötet hat. Nachdem das passiert ist, wurde über Social Media, also alles, was man so ehemals Twitter nennt, verbreitet, dass das ein islamischer, über das Boot eingefahrener Mensch erledigt hat. Also das soll, da wurde halt einfach gesagt, das ist jemand, der ist über mit dem Boot gekommen und der hat das gemacht. Das ist gelogen, das war nicht so. Das ist ein 17-Jähriger, der ist in Großbritannien geboren, den seine Eltern kommen aus Ruanda. So, der ist aber schon immer in Großbritannien gewesen. Diese Falschinformationen haben allerdings dazu geführt, dass dieser rechtsextreme Mob, der hier durch die Gegend läuft, halt alles und jeden angreift, der irgendwie anders aussieht. Das ist so der Ist-Stand, damit ihr so ein bisschen wisst, okay, holy shit, das ist also da los. I'm here to save the kids. The children have been murdered. There's been a massacre on the street. They got the target and little white girls all over the country. Let's call a spade a fucking spade. It's like Russian roulette at this point. Which one's going to be next? Mm-hmm. No one questions why BLM were out. No one questions why Palestine are out. We're saving the kids. We're stopping the boats. We're closing the borders. Look how mad we've all gone. This is real women. This is lionesses. This is the lion roaring. I'm not racist and I don't give a fuck what you say. Wir halten die Ausländer auf. Wir müssen die Ausländer stoppen. Die bringen uns alle um. Ich bin kein Rassist. Ja, okay. Sicherlich. I'm not racist. Ich hasse nur die Ausländers. Ja, okay. Who's trying to kill our kids? Policies that politicians put in place, yeah? Stop the boat! Stop the boat! Stop the boat! Stop the boat! They're calling us far right. We're not far right. We're all fathers and parents of children. These immigrants are coming in without paperwork. We're lying about their ages. We don't know nothing about the backgrounds. And that's what it's about. We don't want to be branded far right. Wir wollen gar nicht rechts genannt werden, nur weil wir auf rechtsextremen Demos sind. Wir sind gar nichts rechts. Wir hassen nur die Ausländer. Ich verstehe gar nicht, warum wir rechts genannt werden. Wir sind doch nur für die Kinder. We're here for the right reasons. I want my kids to know I didn't stay silent. Leave our kids alone. It's about children that have lost their lives in this city and we're passionate about that up here. We're not racist. We've got Muslim friends. Muslimische Freunde. Hallo? Ich habe ausländische Freunde. Ich kann nicht rassistisch sein. Our country has benefited from migration. However, it's just getting overwhelming. We're a very small island. It's become a security risk. Religion means fuck all, lad. I'm not arsed. This is about people coming in. They could be Christians from Somalia, wherever. And the fucking wrong-uns. That's what it is. We're letting wrong-uns in. This is not religious. That's bollocks. Fucking bollocks. This is about the wrong-uns they're letting in. You can be a Christian, you can be whatever. You're coming in, you've got no intention of fucking helping the country. You're here to cause trouble. You're here to take and thieve and steal.
You're here to stay for nothing. So, unfortunately, that's a no-no. There's 50,000 people here on an MI6 list, isn't there? Start with them. Get rid of them. Get rid of the people who are killing kids, raping kids. Get rid of them. Stop the boats. Kick them out. There's too many of yous here. You don't respect our country. You don't respect our religion. All you think about is Aisha, because she was 9 years old. That's what yous are all into. Paedophilia. Listen, this is a message for George Soros, yeah? Britain will never fall. We don't care how many globalists, yeah? Das ist halt, also, die Globalisten, George Soros, ne, also Antisemitismus auch, ja, das sind keine Rechtsextremen, nee, gar nicht. The globalist scumbags, yeah? Import as many of them as you want, yeah? Guess what? Christ will prevail, yeah? This world is so corrupt. Labour supposed to love the Northwest, supposed to be for the working class. They've stabbed the real people who has got real concerns. They've stabbed a lot of us in the back. And we supposed to stand here and let everybody call us right-wing and Nazis. I've got Asians in my family. Ich hab Asiaten in der Familie. Ich kann nicht rechts sein. Das kannst du dir nicht ausdenken. Das ist, also, das ist... This is... I ain't racist one bit. What I am is scared of this government. We've now got two-tier Keir coming on the news and having the audacity to call the general public far right. I utterly condemn the far right thuggery we've seen. Und jetzt, ey, wie holt man solche Leute zurück? Es auf solche Leute. This weekend. I've seen all this coming. No one wanted it. We've tried to warn about it, and I'm still going to try and warn about it. I don't want to fight anybody. We don't want wars with Muslims. I don't think it's a good idea attacking mosques at all. I'm not a conservative either. I'm not an anarchist. I want a decent party that cares about the people. That's all we want. Every person, doesn't matter where you're from. Okay, so if Tories weren't the answer, Labour wasn't the answer, who is? I'm not a politician and I'm thick as pig shit, but I can talk to people. I've never been to school, I can only write my own name, but I've got an heart as big as a lion and I'll stand there against anybody for the sake of our country. People need to wake up against Labour. These are the rats. We're not racist. We're scared. Ah, ich glaube, wenn du das noch öfter sagst, dann gibt es irgendjemanden, der das sieht, der das vielleicht glaubt. There is not acting and it's not on this street now. Get out there and act. Don't call yourself a man unless you're out here. Don't call yourself a man. Simple as that. You don't fight for your country. You don't push back the invaders. You're not a man. Du bist kein Mann, solange du hier draußen bist? Also ganz, wenn es nach mir geht, siehst du aus wie ein... Du siehst halt aus wie ein Raincoat. Du stehst voll vermummt vor einer Kamera und sagst Leuten, die nicht hier sind, dass sie zu feige sind, da zu sein, während er voll vermummt vor einer Kamera steht. You know a man, you and you're out here. You know a man. Hä? Okay. If we don't fight now, it's going to come to our kids having to fight and they're not going to win it. They're not going to win the fight. So I don't want the violence. We've got to try and do it peacefully. But this has to be the final straw where there's a clear message sent to those in charge that you either step up or you step aside now. I was in Southport on Tuesday. Police tried to keep apart a group of far-right protesters and a much larger anti-fascist counter-protest. The media absolutely, absolutely... The media! ...absolutely corrupt. They lied. There wasn't a single member of the EDL there. There weren't a member of the far-right there. There was little girls, older women. There was older men. There was young men, middle-aged men, outraged at what the government's allowing to happen to us. No, what the government's allowing this cancer to do to us. This cancer that's grown within our nation. We need to stop it. My children were abused by social services and Merseyside police have covered it up. They've got a hidden grooming gang that won't be released to the public. Defund the BBC. The media are the lies. The media is the virus. Much like at protests in the United States, a line of riot police who sustained minor injuries throughout the course of the day had formed a sort of demilitarized zone between nationalist Stop the Boats protesters and an equally sized counter-protest of mostly left-leaning Liverpool locals who showed up in person to confront a mob of who they believed to be far-right racist protesters. They're all inbred. Yeah. They need a dentist. They're not interested in those children that were killed in Southport. They just want to cause a fight. We're a multicultural city, a city. A sanctuary. Warte mal, hat er gesagt, dass die alle inzüchtig sind da drüben, oder was? Der hat das gerade gesagt, glaube ich, oder? Der hat gesagt, guck dir mal diese inbred Leute an. Oi. I hope they get lost. What do you think the solution is? Throw them all into the sea. That's what the chant says. Solution is? Yeah.
Well, to get rid of capitalism and have a social society, and then these people would be catered for, not blaming it on fucking immigrants and refugees, They've obviously got issues because they've been let down, no dentists, no doctors, no housing, right? But that's not immigrants or refugees' fault. That's the fault of this fucking government. Ooh. God, war auch auf der Demo. Despite this frontline tension, it appeared that the vast majority of counter-protesters weren't actually interested in having a direct confrontation with English nationalists, and instead had organized their own rally at nearby St. George's Hall in support of migrants and refugees. Refugees are out of here! Oh, someone's just got married. Oh. See, this is Liverpool, and the far right is trying to threaten that. Wait, a quick explanation, what happened in Southport? Obviously, I mean, there was a horrible attack in which three children lost their lives. What happened since then was a massive lie about the identity of that attacker, which was, you know, led by the likes of Tommy Robinson. After murdering and raping and pillaging 1,400 Jews, look how confident they've become across the entire West. Of Lawrence Fox, of other far-right people online. So an undocumented migrant decided to go into a Taylor Swift dance class today and stab six little girls. Also the likes of Nigel Farage is complicit. Tja, Misinformation auf Social Media. Let's go. We will only stop this if we start deporting people that come illegally. Nigel Farage. Nigel Farage ist wirklich das einzige britische Synonym, das für was für so ein direkt im Duden steht. Also ohne Mist. Led people in Southport, you know, racist and far-right people to feel emboldened to come out on the street and to attack a mosque that had no connection to mit Bild. The identity of the attacker. I think it's also important to say that even if the attacker was a Muslim or a migrant or the things that they were lying about, it still does not license the far-right attacks on communities we've seen around Britain. So people around the country today are actually protesting. I think, you know, people here feel a part of something bigger. In Manchester, they got pushed back this morning. In Liverpool, we pushed them back outside the mosque last night. People who are here today are proud to stand in a multicultural Britain, and, you know, the far-right's trying to threaten that. I don't think there is anything special about what's happening in the UK. I think it's a reflection of what's happening internationally. Alter, sehr based. Sehr based. Das ist richtig. Es ist nicht ein UK-Problem, es ist eine internationale Erscheinung. Du hast überall dasselbe, ja? Du hast überall eine Bevölkerung, die sich so in Hass suhlt, dass sie eine Lösung für ihre Probleme nur darin sehen, eine Zielgruppe von Menschen, die am unteren Ende der gesellschaftlichen Nahrungskette stehen, auszuschließen. Das ist true. In that you've got a crisis of capitalism, living standards for, you know, in society going downhill, just a general crisis of the system. Far-right groups, obviously what they do is they latch on to the deep anger that exists. They build in the most impoverished areas of the country, and they basically try and divert that anger away from class struggle against the bosses and against, first the Tories and now Labour. And yeah. they rile a lot of very young people up, young men up, with very toxic ideas, and they send them out to go and attack migrant communities. True. You know, that's a real threat we have to take seriously. True. And if the left doesn't have a convincing alternative that's based around mass struggle, that's based around fighting back in that kind of way, the far right seeps in. You've seen it in France. I think the end game of these far right groups is obviously to just create a society where there's mass expulsions of migrant workers. I mean, we need to tell those people the alternative march. We need to get truth through to them. And that's important. You know, it's all right, Steve. We're suffering the rages of capitalism. We're suffering the rages of, well, you know, if Tony Blair didn't go and cause a fucking war in Iraq, or at least support that fucking war, if we weren't selling bombs to everyone across the planet, those people wouldn't be being bombed out their homes and having their land just stolen from them because of oil, because of agriculture, because of water and everything else. They'd be happily sitting in their homes, most of them, and they wouldn't be running to anywhere they can possibly get to save their children being blown to fucking smithereens. That's why, and I don't get it, why people don't get that. If you have a problem with immigration, I'd have respect for you if you went out on marches and told the government enough is fucking enough. No more bombing or creating wars in other places. And if we are this powerful, powerful country, and you are genuinely these powerful, powerful politicians,
take on these other fuckers across the planet and negotiate with them and create peace. It's not going to be easy, but you can at least fucking try. Oh mein Gott, ist das Bass, Digga. Holy shit. Das war ja das, Bruder, das ist ein linker Kreuzritter oder so. Das ist ja insane. Was für eine basierte Position. Um mal wieder auf den internationalen Vergleich zu geben, ne? Um auch da Deutschland mit einzubeziehen und alles, was man in den Niederlanden sieht, das ist ja auch eine, Frankreich ebenso. Die Lösung für deren Probleme erscheint immer dieselbe. Es ist immer Abschiebung. Es ist immer Wegpushen. Aber das löst keine Probleme. Wenn du Probleme mit dem Migrationssystem hast, musst du das Migrationssystem selbst ändern. Und das muss auch in Deutschland geändert werden. Es darf keine Arbeitsverbote mehr für Menschen geben, die nach Deutschland kommen. Es darf keine Aufenthaltsgenehmigungen mehr geben, die an so kurze befristete Zeitpunkte gesetzt werden, dass die Leute alle zwei Monate zur Ausländerbehörde gehen müssen, um zu hoffen, dass sie nicht abgeschoben werden. Das darf nicht mehr passieren. Du musst das System einer neuen Realität anpassen. Eine neue Realität, die nicht mehr allein mit den Maßregelungen der Vergangenheit einzudämmen sind oder in irgendeiner Form in die Konfektionsgröße passen. Du musst das ändern. Man muss das ändern. Man muss das einfach ändern. Also, die Migrationspolitik muss geändert werden. Ich kann jetzt nicht für die Migrationspolitik in Großbritannien sprechen, aber ich würde sagen, er hat das ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Man kann das System sozusagen kritisieren und auch sagen, das System soll geändert werden, weil das System nicht funktioniert. Aber du schaffst die Problemlösung nicht, indem du Leute, die am untersten Ende dieses Systems, dem aktuellen System kommen, irgendwo hinschiebst. Das ändert ja nicht das Problem. Das kanalisiert deine Wut, aber ändert nicht das Problem. Du bist danach immer noch wütend. Nichts ist besser geworden, weil irgendjemand abgeschoben wurde. Dein Leben ist nicht besser geworden, weil 50 Syrer weniger in dem Bundesland sind oder in dem Bundesland. Dein Leben ist dann nicht besser geworden. Du hast nicht mehr Geld verdient, du hast nicht einen besseren Umgang. Nichts davon ist besser geworden. Und anstatt daran zu arbeiten, es nicht für andere schlechter zu machen, sondern für alle besser, wird sich halt immer auf diese eine Scheiße konzentriert. Ja, Abschiebung, Abschiebung, Abschiebung. Abgeschoben wird schon immer. Abgeschoben wird seit Jahren. Das ist kein neues System, da hat keine Partei irgendwas Neues erfunden. Das passiert schon immer. Aber nichts, absolut gar nichts ist dadurch besser geworden. Es ist nichts dadurch besser geworden. Abschiebung ist ja kein neues, also da hat er nicht, boah, was ist denn, wenn wir dieses experimentelle Abschieben mal machen? Nichts wird besser dadurch. Das System muss verändert werden. Das System muss verändert werden. Das Migrationssystem, das Asylrecht, Asylleistungsbewerbergesetz, das muss verändert werden. Fundamental. Und dann wird's besser. Und dann wird's erstmal anders, aber dann wird's besser. We need to tackle all these problems. We need to transform society to a socialist one and create like a society where wealth is shared more equally amongst the people that create it, which is the... Es soll keine Abschiebung mehr geben, nein. Abschiebungen sind keine Lösung. Nein, gar keine. Der Fokus auf Abschiebungen ist vollkommen irre. Vollkommen wahnsinnig. Vollkommen wahnsinnig. Da würde ich mich gar nicht drauf konzentrieren. In keiner Art. Ich würde sagen, ich koche hier nur mit Wasser, ne? Wenn man sich ein bisschen mit dem Migrationsprozedere auseinandersetzt, also mit der Tatsache, was passiert denn, wenn die Leute kommen, ne? Mit dem Dublin-Abkommen und diesem ganzen Scheiß, dann erkennt man relativ schnell, das muss geändert werden. Und mein Vorschlag für eine Änderung ist, das an eine Arbeitsleistung zu koppeln, erstmal, bis man es noch besser machen kann. Aber das Problem ist, also ich gehe da mal ein bisschen drauf ein, weil ich habe das immer mal gesagt. In Deutschland, explizit in Deutschland, unterscheidet man zwischen einem guten Menschen und einem schlechten Menschen im Kern irgendwo darin, ob er arbeitet oder nicht. Und das ist super bad, aber das ist irgendwie so. Es gibt gute Menschen und es gibt Arbeitslose. Und das ist bad. Das Problem ist, es wird aber nochmal unterschieden. Und das bei Menschen mit Migrationshintergrund. Und was die Leute nicht raffen, ist, dass die Menschen mit Migrationshintergrund, Leute, die eine Duldung haben, Leute, die eine Gestattung haben, Leute, die eine ungeklärte Identität haben, Arbeitsverbote haben, die dürfen nicht arbeiten. Sie dürfen nicht. Und das ist gängige Praxis. Ungeklärte Identität, Arbeitsverbot. Geklärte Identität, abgeschoben. Das darf nicht der Maßstab sein. Menschen mit Migrationshintergrund, Geflüchtete, denken, die Ausländerbehörde ist ihr Feind. Und die denken das nicht nur, die Ausländerbehörde ist ihr Feind. Und das muss aufhören.
niemand, der in Deutschland, ankommt, der weiß, woher kommt, soll von der Behörde, die seinen Aufenthalt verwaltet, Angst haben. Aber sie haben Angst, weil sie denken, wenn sie mit denen zusammenarbeiten, dann werden sie abgeschoben. Und deswegen müssen wir aufhören, von Abschiebungen zu sprechen und Abschiebungen in den Vordergrund zu setzen. Was wir tun sollten ist, wir sollten ein Konzept erarbeiten oder eine neue Migrationspolitik, die darauf aufbaut, zu sagen, scheißegal, woher du kommst, scheißegal, ob du Papiere hast, du darfst immer arbeiten mit der Sekunde, mit der du kommst. Es gibt eine Batterie von Sprachkursen, die du machen kannst, aber nicht machen musst. Aber du darfst immer arbeiten. Immer. Und wenn deine Arbeitstätigkeit über einen gewissen Zeitraum nachgewiesen werden kann, mit dem Sternchen, achten wir bitte darauf, dass die Leute nicht in so sklavenähnlichen Niedriglohnsektoren arbeiten müssen. Das ist ganz wichtig. Wenn wir einen Aufenthalt an eine Arbeitstätigkeit binden, dann müssen wir unbedingt aufpassen, dass Arbeitnehmer das nicht ausbeuten, weil wir sonst so einen neuen Niedriglohnsektor haben und das ist sehr, sehr schlecht. Aber im Kern wäre es schon besser, wenn man unabhängig von der Identität einfach sagen könnte, hey, du arbeitest, du musst dir keine Gedanken um die nächsten 5 Jahre deines Aufenthalts hier machen. Du arbeitest ja. Und je länger du arbeitest, desto länger ist das gewährleistet. Und das als Grundlage zu nehmen, erstmal würde schon einiges besser machen. Wirklich, Arbeit an sich, und nochmal, man muss aufpassen, wir wollen nicht diesen Niedriglohnsektor. Arbeit an sich ist ein gigantischer Integrationsmechanismus. Es gibt nichts, das in die Gesellschaft besser integriert als Arbeit. Du hast mit Leuten zu tun, die eine andere Sprache sprechen, die aber mit dir kommunizieren. Du hast einen Arbeitsweg, du lernst die Leute um dich rum kennen, du musst da hingehen, du musst zurückkommen. Integration ist insane mit Arbeit. Und wenn man diese Herangehensweise macht, dann brauchen wir Abschieben überhaupt in keiner Art und Weise mehr in den Vordergrund setzen. Weil das würde dann nur noch stattfinden und auch das will ich eigentlich nicht, wenn all diese Voraussetzungen dann gar nicht mehr erfüllt werden. Weil Abschieben hat sich im Hier und Jetzt und in der Vergangenheit und besonders in der Vergangenheit einfach nicht als adäquates Mittel, um irgendwas zu ändern, herausgestellt. Denn es wird ja schon immer abgeschoben. Es ändert sich nur nichts. Es wird nichts besser. Und auch, es wird auch nicht besser, wenn du mehr abschiebst. Es wird ja nicht besser. Es wird nur teurer. Und das kann man doch mal fundamental verändern. Man kann doch mal sagen, da muss man herangehen. Wir müssen dieses System, dieses Migrationssystem so zumindest verändern, Alter. Und das, was ich eben gesagt habe, ist nicht die beste Lösung. Es gibt da durchaus noch Leute, die sagen, auch das ist nicht ganz so gut. Aber es ist zumindest mal was anderes, Alter. Verzeihung. Majority of the working class people, you know, the capitalists who own everything, they pit us all against each other along the lines of like race, being LGBT, men and women, you know what I mean? Like we're all divided, so we're coming together, but more importantly, a sharing of like all of the wealth in the world will kind of do away with that sort of racism, and it's not an easy task, but yeah, that's why we're here. Like, yeah, people are obviously angry and they're all out together, so we want to like reach those people. You know, it's a hard battle. You know, I know it's kind of like a big task, and I know it's not easy, but I think, like, you know, like when we fight together, we can achieve like real change. Yeah, cool. You know, we need to build a new party that will like fight to defend the interests of working class people. You know, the fact that our NHS is in such a bad state, rather than blaming that on migrants, let's enter into struggle to fight back against the private companies that are making huge profits. You know, I think the real answer is class struggle, you know, uniting as a working class to fight for all of our interests, whether you're a migrant worker, British born, you know, it's about building that working class solidarity. I believe in living in a kingdom that's good and true. Shortly after the Stop the Boats protest and counter-protest both dispersed, threats were reported to have been made online by members of the right-wing English Defense League targeting a nearby mosque, prompting a standing army of Arab teenagers to assemble with the purpose of standing on business in the event of catastrophe. Well, not all teenagers, but mostly teenagers. In front of the mosque is where guest reporter Sanjay spoke to those Utes at the beginning of the video, but there were also many other older community members who showed up to express support and solidarity. We cannot tolerate racism in this country. We are totally against EDL in their principles, in their foundations. They don't want any Muslims to be in this country. This country needs us. There's no what these people do here. The police intimidate. Relax. Relax. It makes me feel angry. I get frustrated. Yes. But because I am Muslim, I have to be calm about this.
You know, I have to be calm. Allahu Akbar. Takbir. Yeah, man, the soldiers, the lions of Allah are all out today. Bring the EDL army. We've come to stand up against these EDL fascists that have come to our town and that are telling us that how their town's meant to be run when most of them are junkies, smackheads, crackheads, and they're not contributing to this community or this society. How are the government letting people like this come here and cause a disturbance? We've got to stand up to them. We've got to show them that we're not scared of them. We ain't backing down from no one. It's fucking the low scum. And then you've got officers like this here swearing at us, calling us fucking fannies and this and that, where he thinks he's bad with a bat in his hand. Put everything down, man to man. Arrest me after that, no problem. Our minorities are looking after the country and this is how we get treated. We don't deserve to get treated like fucking shit. Yo, we're fucking equal to everyone over here. Why do you think race matters to them? I don't know. They've got nothing better to do. They've no logic. They're brainwashed. That's what it is. They're brainwashed. They don't know what's going on. They've got one leader called Tommy Robinson that they all go off. While all these idiots have been rioting, they don't know Tommy Robinson has fled the country. So you're all out for a cause here and the leader isn't even in the country. He can't live in his own country that he loves so much. So is violence the answer? Violence isn't the answer. Love's the answer. Violence is not the answer. But our religion tells us to stand up against kuffars that are not merciful, that are zalims, that are kuffars. And that's why we've come here together, to stand together. There's people like Jews that stand with us. There's Christianities that stand with us. There's Hindus that stand with us. Pan the camera. You can see thousands of us are here. We are protecting the mosques that happen in Stoke, in Sunderland, in Liverpool, this in many other towns. But we're standing as one because we want what's right. We want peace. We are fighting for what's right. Stay united. Come together. Protect your mosque. Protect your families. If they are coming down to hunt you, to kill you, to trouble you, please do a self-defense. Defend yourself and defend your ideology and restrict them in your cities, in your towns. If you don't do that one, they will come to your house and they will chase you. Ganz schön angespannt, die Situation in Großbritannien, oder? Fuck the authority, Channel 5. Channel 5 live! Channel 5 live! Die Situation in Großbritannien ist immer noch angespannt. Ei, ei, ei. Aber nicht ein isoliertes Problem.